Unser erstes Thema für heute, Stromquellen mit Transistoren. Und überhaupt reden wir heute ein bisschen mehr über Transistoren und Schaltungen, wo man Dinge mit Strömen machen kann. Weil jetzt haben wir eher angefangen mit der Spannungsverstärkung von der Mitterschaltung und so fort. Und jetzt nähern wir uns quasi zum Ende von dem ganzen Transistorblock und da schauen wir uns solche Sachen an. Der erste Block, dieser Einführungsblock hier, Stromquellen mit Transistoren. Okay. Da überlegen wir uns jetzt einfach mal, wie ich mit einem Transistor eine Stromquelle machen kann, die eben einen konstanten Strom liefert oder, wie in diesem Beispiel hier, einen konstanten Strom aufnimmt. Dabei muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff der Quelle, insbesondere bei Stromquellen, weil eine Quelle ja eigentlich etwas ist, was uns Energie liefert. Und ihr erinnert euch, wie wir ganz am Anfang die Quellen gemacht haben und dann uns die Spannungsquellen und die Stromquellen und die linearen Quellen und so angeschaut haben. Das war eigentlich immer ein Bauteil, das uns Energie liefert. Kann ein Transistor jetzt von sich aus Energie liefern? Du meinst, der hat einen gewissen Brennwert. Okay, also die chemische Energie, die im Transistor gespeichert ist, jetzt mal außen vor gelassen. Und auch so Sachen wie die negative Bindungsenergie, die natürlich in den Verbindungen drinnen steckt. Die da. Okay. Also abgesehen von solchen Dingen kann ein Transistor natürlich nicht Strom liefern. Das heißt, wir können eine Stromquelle bauen, indem wir eine andere echte Quelle verwenden, die uns Energie liefern kann. Und meistens das Spannungsquellen. Nicht? Wenn man irgendwie so ein Netzteil hat, das ist ja dann meistens eine Spannungsquelle, halt belastbar bis zu einem gewissen Maximalstrom. Und jetzt ist die Idee, wie ich quasi diese Energie, die uns eine Spannungsquelle zur Verfügung stellt, so umwandeln kann, dass da eine sinnvolle Stromquelle rauskommt. In dem Fall hätten wir jetzt hier einen Transistor, in dem wir da einen konstanten Strom aufnehmen können. Und das, ich glaube, du hast das gesagt im letzten Turnus, das ist quasi wie ein Drosselventil. Also das quasi, das liefert mir nicht eine gewisse Energie, sondern dieser Transistor, der lässt halt maximal so und so viel Strom durch. Und die Energie kommt eigentlich von dieser Spannungsquelle. Nicht? Also ich habe hier meine Last und dann schließe ich hier, weiß ich nicht, meine 5 Volt an und dann fließt halt der eingestellte Strom durch die Last und den Transistor durch. Und die Idee ist jetzt, das ist das Interessante an dieser Stromquelle, wenn ich jetzt hergehe und hier nicht 5 Volt anschließe, sondern 10 Volt, dann fließt der gleiche Strom immer noch durch die Last und meinen Transistor. Weil eben der Transistor so definiert ist, dass ich quasi sage, wenn da ein gewisser Basisstrom fließt, wenn eine gewisse Basis-Emitter-Spannung anlegt, dann ist der Kollektor-Emitter-Strom konstant, der hat einen gewissen Wert. Wir haben uns auch angeschaut, dass es eigentlich eine Obergrenze ist, aber sagen wir mal, es ist genau das. Das heißt, auf der Kollektor-Emitter-Strecke wird dann immer so viel Spannung aufgenommen, sozusagen vom Transistor, wie notwendig ist, damit durch die Last eben dieser Strom fließt. Im Wesentlichen ist das nichts anderes, als wir das auch gehabt haben bei der Emitterschaltung schon. Ja, bei der Emitterschaltung, der Transistor schaut ja fast aus wie eine Emitterschaltung. Nicht? Wir haben da an der Basis irgendwas dranhängen und damit steuern wir den Strom, der durch die Kollektor-Emitter-Strecke fließt. Wenn wir einen Verstärker gebaut haben mit der Emitterschaltung, haben wir hier keine Last gehabt, sondern einfach einen Widerstand mit einem bekannten Widerstandswert eingebaut. Und damit haben wir diesen Strom wieder in eine Spannung umgewandelt und dann haben wir uns für diese Spannung interessiert. Man kann natürlich den gleichen Effekt nutzen und kann einfach sagen, okay, wir wollen da jetzt nicht diesen Strom wieder in eine Spannung umwandeln und diese Spannung als Information nutzen, sondern wir wollen einfach nur diese Eigenschaft des Transistors nutzen, dass wir ihn so beschalten können, dass er einen gewissen Strom durchlässt. Und die einfachste Art, das zu machen, wäre natürlich, indem wir sagen, wir machen eine Emitterschaltung quasi mit einer Arbeitspunkt-Spannungsteilerstabilisierung. Und koppeln kein Eingangssignal ein. Ohne Eingangssignal sind wir nur in diesem einen konstanten Zustand, diesem Ruhezustand und der Transistor lässt eben diesen Strom durch. Das bedeutet aber, ich gehe jetzt davon aus, nach dieser Zeichnung, dass die Last R1 an denselben Pegeln hängen. Das bedeutet,
dass zwar die Lampe, die ein veränderlicher Widerstand ist, immer mehr vom selben Strom durchflossen wird. Also es wäre eine ideale Schaltung, um eine Lampe ein bisschen zu schonen, dass nicht so schnell der Glühfaden reißt. Aber der I-Konstant ist abhängig von der Gesamtspannung. Ja, sehr gut. Genau. Ja, das heißt, ich muss jetzt sonst nur eine zweite stabilisieren. Ich brauche hier quasi eine andere Versorgungsspannung, von der ich weiß, dass sie wirklich stabil ist, dass sie auf genau diesem Wert konstant ist, damit ich hier mit diesem Spannungsteiler arbeiten kann. Das heißt, ich könnte da noch mit einem dritten Widerstand noch einen Spannungsteiler verbauen und mit einer Zener-Diode zum Beispiel. Also es gibt Bauteile, die mir eine konstante Spannung liefern können. Meistens ist das 1,25 Volt, das sieht man sehr oft. Das sind eben so Bandgap-Referenzspannungsquellen, die quasi zwei NP-Übergänge verwenden. Und der Bandgap davon wäre 1,22 Elektronvolt. Und in der Tat ist es dann fast genau dort, das sind 1,25 Volt, die es liefert. Also es gibt fertige Bauteile, die mir eine Referenzspannung liefern können, die ich dann für sowas verwenden kann. Was wäre noch eine andere Möglichkeit, eine Referenzspannung zu erzeugen, die wir auch schon kennengelernt haben? Zener-Diode, genau. Ich kann einfach hier Zener-Diode hingeben, parallel, und dann oben noch einmal einen Widerstand, an dem einfach die überflüssige Spannung noch abfallen soll. Genau. Also das sind so die Möglichkeiten, die ich habe. Aber natürlich, letztendlich habe ich hier quasi wieder etwas, wo ich eine konstante Spannung brauche und dann kann ich einen konstanten Strom machen. Und zumindest in diesem Bild sehe ich jetzt nicht, wo die konstante Spannung herkommt. Wir betrachten aber das Problem der konstanten Spannung als gelöst und schauen dann, wie man den konstanten Strom bekommt. Was ist noch ein bisschen fishy, sage ich mal, an dieser Schaltung hier? Warum würde ich die so in der Realität nie aufbauen? Ja, bei der Emitterschaltung haben wir ja schon gesagt, das ist urschwierig, diesen Punkt zu treffen, damit sich der Transistor dann genauso verhält, wie wir das haben wollen. Und darum machen wir diese Gegenkopplung, damit wir eigentlich diese Verstärkung von diesem Transistor verkleinern und dann ist es nicht irgendwie ein paar Millivolt-Bereich, den man treffen kann, sondern größerer Bereich und dann trifft man den auch. Und genau das gleiche Problem habe ich natürlich hier auch. Wenn ich einfach sage, okay, ich schaue im Datenblatt nach, wie denn diese Kurve ist und dann sehe ich, okay, bei 0,58 Volt ist er nicht genau an dem Strom, den ich haben möchte. Bei 0,59 ist er zu hoch, aber bei 0,583 treffe ich ihn genau. Erstens mal muss ich mich bemühen, dass ich Widerstände bekomme, die überhaupt so genau sind. Und dann folgt aber der konkrete Transistor diesem Datenblatt-Ideal nicht so genau, dass ich sagen könnte, bei exakt dieser Spannung genau dieses Verhalten. Das heißt, was soll ich machen? Ja, das ist eine Möglichkeit. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du gesagt hast, lass R2 weg, dass ich quasi sage, okay, ich betrachte diesen Transistor als das, als was wir ganz am Anfang betrachtet haben. Also einen Stromverstärker. Und ich sage quasi, hier habe ich Masse, hier habe ich 0,6 Volt Übermasse, an dem Widerstand habe ich die Versorgungsspannung minus diese 0,6 Volt. Dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Strom fließt jetzt durch R1 durch. Dann schaue ich nach im Datenblatt und sehe, okay, der Transistor hat eine Stromverstärkung um Faktor 200. Das heißt, dieser Strom durch R1 mal 200, das ist mein Laststrom. Was ist problematisch an dieser Herangehensweise? Das ist wurscht. Weil natürlich nicht in allen Fällen, aber zumindest in der Elektronik, wo wir sind, wenn ich da einen Transistor habe, der Faktor 200 verstärkt, dann tut das nicht weh, dass ich hier quasi noch ein halbes Prozent der Leistung habe. Die Stromverstärkung hängt von der Transistortemperatur ab? Ja, genau. Die Stromverstärkung hängt von einer riesigen Palette von Dingen ab. Eben von der Temperatur, von den Bauteilparametern, die schwanken und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch, wenn wir das Datenblatt angeschaut haben zum BC547,
Da gibt es den BC547A, den BC547B und den BC547C. Und die haben dann diese Bereiche, wo irgendwie der A-Typ, der hat irgendwie, ich weiß ja leider nicht auswendig, 100 bis 200 Verstärkung und der B-Typ irgendwie 200 bis 400 und der C-Typ 400 bis 800. Also so große Schwankungsbereiche. Das heißt, wenn es mir quasi nur darum geht, dass der Strom hier konstant ist, dann kann ich das schon machen. Wenn es mir darum geht, dass er genau einen konstanten Wert hat, dann tue ich mir auf diese Art und Weise schwer, weil es eben diese großen Bauteilschwankungen gibt. Das heißt, ich kann stattdessen das machen, was ich hier in der rechten Schaltung gemacht habe. Was passiert da? Genau. Ja, genau. Sag mal, ich möchte eine Stromquelle hier machen, die 1 Ampere aufnimmt. Welche Werte würdest du vorschlagen dafür? Okay. Nochmal eben die 0,6 ungefähr für den Transistor. Dann brauchen wir 1,6 Volt über Ground für am Eingangsseitig und wie wir dann die Spannungsquelle dimensionieren, hängt von dort. Genau. Also ich wiederhole es nochmal für die Kamera. Wir fangen an, indem wir hier einen entsprechend sinnvoll kleinen Wert nehmen. 1 Ampere ist ein großer Strom. Nehmen wir einen 1 Ohm Widerstand, dann haben wir 1 Volt Spannungsabfall an R3. Jetzt wissen wir, die Basis-Emitter-Spannung ist ungefähr 0,6 Volt. Natürlich ist die abhängig von dem tatsächlichen Strom, der fließt, aber das ist eine ganz, ganz kleine Schwankung verglichen mit diesem doch schon deutlich größeren Wert 1 Volt. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht diese Kennlinie von dem Transistor näher anschauen, sondern wir sagen einfach, 1 Volt an diesem Widerstand hier ist gewünscht. Das heißt, wir müssen nochmal 0,6 Volt drüber sein. Das heißt, 1,6 Volt wollen wir an der Basis. Und je nachdem, welche Versorgungsspannung wir haben, dimensionieren wir halt diese Widerstände entsprechend. Und das ist eine Schaltung, die würde man durchaus schon so finden, auch ohne jetzt irgendwie eine spezielle Spannungsquelle noch einmal, sondern nur an, weiß ich nicht, ich weiß, ich habe einfach eine 5 Volt Versorgung und von dem rechne ich dann weiter und dann weiß ich, welche Widerstände ich verwenden soll für diesen Spannungsteil und kann diese Stromquelle machen. Warum würde ich das machen, wenn ich eh eine fixe Versorgungsspannung habe? Weil ich zum Beispiel eine LED ansteuern möchte, die einen bestimmten Strom aufnehmen darf. Genau, also wenn ich einen Bauteil habe, der keinen Widerstand ist und den von einem konstanten Strom durchfließen lassen möchte. Wenn ich einen Widerstand habe und ich weiß, der Widerstandswert ist so und so viel Ohm und ich bin in der Lage, eine konstante Spannung zu machen, dann brauche ich keine Stromquelle mehr. Dann lege ich einfach diese konstante Spannung an diesen Widerstand an und ich bin fertig. Aber LEDs sind zum Beispiel gute Beispiele. Bei einer LED, vor allem bei so einer richtig großen, lichtstarken LED, da will ich genau diesen und jenen Strom durchfließen lassen, unabhängig davon, wie jetzt quasi der äquivalente Widerstand gerade ist von dieser LED. Und LEDs haben eben diese Angewohnheit, dass wenn sie heiß werden, dann leiten sie besser. Und dann gibt es diesen Runaway, nicht? Sie leiten besser, nehmen noch mehr Energie auf und werden noch heißer und so weiter. Ja, aber wenn ich 5 Volt habe und sowieso die restliche Spannung verbrauche, reicht nicht einfach dann nur ein Widerstand? Naja, sag mal, du hast 5 Volt und du willst 4 LEDs leuchten lassen, die alle einen 1 Volt Flussspannung in etwa haben. 3 Volt. Naja, das geht sich nicht mehr aus. darum eben 1 Volt Flussspannung. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und diese 4 LEDs parallel nehmen. Und jeder hat einen eigenen Arbeitswiderstand. Und dann weiß ich, 1 Volt Flussspannung, 5 Volt und 1 Volt sind 4 Volt. Und dann weiß ich, jemand Vorwiderstand. Und rechne mir aus, wie groß der sein muss, um den gewünschten Strom zu haben. Aber natürlich, weil dann immer 1 Volt an der LED abfällt und 4 Volt an der Widerstand,
verbrate ich in Summe viermal so viel Leistung an den Widerständen wie eigentlich an den LEDs. Dann könnte ich mir denken, okay, ich habe ja eh 5 Volt. Ich kann meine 4 LEDs alle in Serie schalten. Aber wenn ich 4 Volt in Serie schalte und die dann in etwa eben eine gemeinsame Flussspannung von 4 Volt haben, bleibt nur noch 1 Volt übrig. Wenn die LEDs ein bisschen heißer werden, leiten sie besser und mir bleibt auf einmal mehr übrig. Also es ist nicht mehr so leicht, mit diesen Schwankungen dann den Widerstandswert zu bestimmen, wo ich sage, diesen Widerstandswert baue ich dort ein. Aber mit dieser Art und Weise kann ich einfach den Strom vorgeben. Und kann sagen, wirklich fast die gesamte Energie, die ich in das System hineinbringe, wandern in die LEDs. Dort wird eh genug davon wieder Wärme. Aber zumindest verheizt sich nicht noch zusätzlich irgendwelche Leistungen und Widerstände. Sinnvoll für Laserdioden zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder eben auch ganz andere Anwendungen, wo ich vielleicht gar nicht weiß im Vorhinein, wie die Eigenschaften von meiner Last sein werden. Ich sage mal, ich mache einen LED-Tester zum Beispiel und dann kommt jemand und die eine LED hat irgendwie eine 3 Volt Flussspannung und die nächste LED hat eine 1,5 Volt Flussspannung, dann kann ich nicht mehr den Vorwiderstand dimensionieren, sondern ich brauche so eine Schaltung, die mir halt immer 20 mA zum Beispiel liefert und dann kann ich LEDs mit beliebiger Flussspannung einsetzen, aber weiß, die wird immer mit genau diesen 20 mA durchflossen. Okay, das ist die Grundidee von Transistorstromquellen. Also im Wesentlichen nur Dinge, die wir alle bei der Emitterschaltung schon gemacht haben, nur verwenden wir jetzt den gleichen Effekt anders, um hier eine Stromquelle zu machen oder eigentlich eben eine Stromsenke. Nicht? Wir haben hier einen Bauteil, der gewissen Strom aufnehmen kann und sagt, mehr als das nehme ich nicht auf. Wenn mehr Strom auf mich zukommt, erhöhe ich einfach die Spannung, die an mir abfällt, sodass dann die Last irgendwann beschließt, nicht mehr so viel Strom haben zu wollen. Okay. Übung. Simulieren Sie die Varianten der Transistorstromquelle mit 1, 2 sowie 3 Widerständen. Und machen wir Parameter für den Lastwiderstand und man erkennt irgendwie, dass ich jetzt schon mit Parameter, Swips und solchen Begriffen mich werfe. Eigentlich ist die Idee, dass wir inzwischen den Schaltungssimulation-Workshop gemacht haben. Und ich glaube, wir werden diese Übung vielleicht dann, oder zumindest manche der Übungen aus dem, was wir heute machen, dann im Schaltungssimulation-Workshop einfach durchsimulieren. Ich werde das jetzt nicht zusammenklicken. Okay, Diskussion. Von diesen beiden Varianten, die ich am Schluss gemacht habe, was sind die Vor- und Nachteile von diesen beiden Schaltungen? Was sind die Vorteile hier? Weniger Bauteil. Weniger Bauteil. Gut. Was ist noch ein Vorteil? Der Strom ist konstant, aber ich kann ihn nicht einstellen, wie viel konstant. Ist das ein Vorteil? Wollten wir ja. Naja, aber das ist aber. Ja, also das ist, wenn der Strom nicht konstant wäre, dann würde die Schaltung quasi gar nicht vorkommen in der Liste. Aber es gibt eine Sache, die noch klar ein Vorteil ist von dieser Schaltung. Nicht von der Last. Das ist da genauso. Das ist ja die Idee von der Stromquelle, dass immer der gleiche Strom ist, unabhängig welche Last ich anschließe. Ich habe wenig Verlustleistung. Genau, also ich habe hier diesen Gegenkopplungswiderstand nicht drinnen, an dem ja auch wieder Spannung abfällt. Das heißt, in der Schaltung steht mir der maximale Anteil an der Versorgungsspannung für die Last zur Verfügung. Und der große Nachteil von der Schaltung ist, dass das Verhalten abhängig ist von der Stromverstärkung von diesem Transistor. Wenn ich irgendeinen Fall habe, wo das okay ist für mich, dann kann ich das so machen. Aufgezeigt? Vielleicht habe ich jetzt einen Knopf im Hirn. Aber nehmen wir an, ich habe dort 24 Volt. Okay. Habe eine Lampe. Nehmen wir an, 10 Ohm Widerstand. Also die Lampe wäre 10 Ohm Widerstand. Okay. Und ich schicke
stelle einen Strom von 200 mA ein. Okay. Dann würden 200 mal 10 Ohm, dann wären das 2 Volt an der Lampe abfallen, mhm, und der Rest würde an Transistor abfallen. Genau. Das heißt, ich habe dann sehr wohl dort eine hohe Verlustleistung an Transistor. Die hast nütze. Du. Die hast du. Aber sagen wir, du hast du einfach mit dem Rechnen. Sagen wir, du hast 24 Volt Versorgungsspannung. Und jetzt kommt das, wo ich mir leicht tue mit dem Rechnen. Sagen wir, du hast eine 1 Ohm Last. Und sagen wir, du willst dann diese 1 Ohm Last 23 Ampere haben. Dann weißt du, an dieser Last werden jetzt 23 von meinen 24 Volt abfallen. Und ich habe nur ein bisschen Spielraum. Und dann tut mir das quasi weh, wenn ich da unten noch so einen Gegenkopplungswiderstand hintue. Und in dem Fall könnte es für mich einfacher sein, so eine Schaltung aufzubauen. Es ist immer die Frage, kann ich überhaupt damit leben? Aber für ein einfaches Experiment zum Beispiel, kann ich das ja machen und dir einen Potti hingeben. Und dann drehe ich halt an dem so lange, bis der Strom genau der Strom ist, den ich haben möchte und hoffe, dass der Transistor sich nicht aufheizt während meines Experiments, weil sich dann ja diese Eigenschaft wieder verändert. Aber es geht quasi um die Spannung, die hier an diesem Gegenkopplungswiderstand abfallen würde. Und gerade dann, wenn ich wirklich möglichst viel von meiner Versorgungsspannung an die Last bringen will und im Transistor sowieso nur so einen ganz kleinen Raum noch habe, dann ist das vielleicht blöd, wenn ich den hergeben muss für einen Gegenkopplungswiderstand. Okay, was sind die Vor- und Nachteile der rechten Schaltung? Bessere Möglichkeit, den Arbeitspunkt einzustellen. Mhm. Ich kann genau festlegen, wie hoch der Verstärkungsfaktor ist. Ja, also wie hoch der Ausgangsstrom ist. Mhm. Wie hoch der Ausgangsstrom ist. Und einen Verlust, gegen den man nicht viel machen kann ohne Präzisionsproblem. Genau. Also bei 0,6 Volt am Transistor muss man mindestens da unten 1 Volt verbraten, sonst wird's eng. Genau, das ist genau. Genau. Die 0,6 sind ja nicht ganz exakt, das ist ja ein Schätzwert. Und darum sollten hier 0,6 Volt klein sein im Verhältnis zu der Spannung, die da abfällt. Wobei die genaue Definition von klein sein, das kann natürlich auch größer sein, dass die Spannung, die da abfällt. Es hängt immer davon ab, wie viel Präzision ich haben möchte. Wenn ich das irgendwie hinkriege, dass da unten 100 Volt an diesem Gegenkopplungswiderstand abfallen, dann sind diese 0,6 Volt, wenn die ein bisschen schwanken, völlig irrelevant. Wenn ich sage, okay, da habe ich einen Spielraum von 0,1 und 0,2 Volt für meinen Gegenkopplungswiderstand, dann könnten Schwanken an diesen 0,6 Volt das Verhalten der Schaltung schon maßgeblich beeinträchtigen. Von diesen beiden Schaltungen würde ich eigentlich nur die rechte als echte erwachsene Stromquelle sozusagen bezeichnen. Die macht genau das, was man sich erwarten würde. Und die linke Variante ist mehr quasi so ein Exot, der in manchen Fällen hinreichend gut sein kann, aber eigentlich nicht alle Ansprüche erfüllt, die ich jetzt so hätte an eine wirklich gute Stromquelle. Okay, der nächste Diskussionspunkt ist interessant. Wir haben ein bisschen drüber geredet. Wozu brauche ich sowas? Wozu brauche ich eine Stromquelle? Gibt die Spannungsquellen auch? Ja, für Leuchtdioden. Für Leuchtdioden zum Beispiel, genau. Andere Beispiele? Naja, Glühlampen. Zum Beispiel, dass die Glühlampe nicht, wenn sie die einschaltet, nicht mit, die fährt ja zuerst aber fast mit 10-fachen Stromwert los. Ja. Und da reißen wir bekanntlich gern die Fäden nachher. Ja. Also auch generell so Dinge anfahren, irgendwelche Maschinen etc. Elektrolysezellen. Ladegeräte, genau. Ladegeräte ist ein perfektes Beispiel. Die meisten Akkus werden in mehreren Stufen geladen und da gibt es meistens am Anfang einen Teil, wo quasi der Strom
begrenzt wird, weil der Akku jetzt, weiß ich, das ist ein Akku, der soll auf 3, irgendwas Volt geladen werden und erstmal auf 2 Volt entladen und dann schließe ich den mal an 3 Volt an. Was passiert dann? Der würde. Dann habe ich quasi eine 2 Volt Spannungsquelle, nämlich den Akku, und eine 3 Volt Spannungsquelle kurz geschlossen, Strom ist unendlich. Genau, also da findet man oft Stromquellen drinnen. Ich habe noch ein Beispiel. So, was ist das für eine Kennlinie? Diodenkennlinie. Ja, das ist eine Diodenkennlinie. Sagen wir, ich habe eine Diode und ich möchte die Diodenkennlinie messen. Ist es eine gute Idee zu sagen, wir schauen, was bei der Spannung passiert, wir schauen, was bei der Spannung passiert, wir schauen, was bei der Spannung passiert und wir schauen, was bei der Spannung passiert? Nein. Okay, das heißt... Dass du die Diode nachher noch verwenden möchtest. Okay, vor allem die Spannungen, die ich anlege, die rauschen ja ein bisschen. Es ist total schwierig zu sagen, ich lege da jetzt genau auf so und so viele Nachkommastellen diese Spannung ein und nicht ein bisschen weiter nach rechts. Das heißt, es ist schwierig, diesen Teil hier gut aufzulösen. Mein Stimulus schon so schwankt und dann der sich nicht entscheiden kann, ob jetzt irgendwie 10 mA fließen oder 10 Ampere, dann kann ich diese Kennlinie nicht zeichnen. Das heißt, die werde ich so eine Kennlinie aufnehmen. Den Strom variieren. Klar, ich werde den Strom variieren. Ich werde schauen, wie viel Strom fließt hier, wie viel Strom fließt hier, wie viel Strom fließt hier, wie viel Strom fließt hier. Den geben wir vor. Genau, den geben wir vor. Also wenn wir diesen Strom fließen lassen, welche Spannung kriegen wir dann? Genau. Also ich messe sozusagen die Umkehrfunktion von dieser Kennlinie. Also das wäre auch ein ganz klassisches Beispiel, wozu ich eine Stromquelle haben möchte. Und wenn ich jetzt Strom und Spannung gleichzeitig messe, zum Beispiel in diesem Fall, dann kann ich durchaus so eine Stromquelle verwenden. Weil dann ist es für mich ja nur wichtig, dass ich einen konstanten Strom zu einem Zeitpunkt einstellen kann. Dann habe ich da vielleicht einen Potti und den drehe ich ein bisschen hin und her. Und währenddessen lasse ich irgendwie mitschreiben, welche Punkte das in diesem XY-Diagramm einnimmt. Da ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, was der exakte Strom ist, der gerade fließt. Mir ist wichtig, dass ich einen Strom vorgeben kann und den dann halt verändern kann, dass ich ihn größer und kleiner mache. Aber ich brauche nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, und wenn ich jetzt einschalte, wird genau 1 mA fließen. Also das wäre eine typische Anwendung, das Zeichnen von so einem Kennlinien, wo ich so eine Stromquelle verwenden kann. Gut. So, langer Diskussionspunkt. Der Transistor arbeitet in der Schaltung als regelbarer Widerstand, der immer jeden Widerstandswert annimmt, der notwendig ist, damit der richtige Strom fließt. Vergleichen Sie diese Schaltung mit den linearen Quellen aus Block 19. Wie passen diese Schaltungen zusammen? Diskutieren Sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede. So, jetzt schauen wir mal in den Block 19 hinein. So. Naja, bei einer Konstantstromquelle wird ja erwartet, dass der Strom konstant ist. Und wenn der Widerstand auf unendlich geht, müsste die Spannung auch auf unendlich gehen. Genau. Also, stimmt. Kannst du es ein bisschen anders formulieren? Naja, eine Konstantstromquelle, so wie es in Block 19 definiert war, hat immer einen konstanten Strom geliefert. Mhm. Egal wie hoch dazu die Ausgangsspannung sein hat müssen, damit sie das erreicht. Genau. Das ist aber keine Konstantstromquelle, sondern ein Konstantstromnehmer eigentlich. Genau. Es ist quasi ein... der Trick ist hier, dass der Transistor nicht Leistung zur Verfügung stellt, sondern Leistung vernichtet.
Und wir haben eine Spannungsquelle, die stellt uns eine gewisse, die kann eine gewisse Energiemenge zur Verfügung stellen. Und im Transistor vernichten wir quasi den Teil, den wir nicht brauchen, indem der einen Teil der Spannung schluckt. Das heißt, die wie ist das Stromspannungsdiagramm von einer idealen Stromquelle? Schaut so aus. Egal welche Spannung ich habe, ist immer der gleiche Strom. Wie ist das Stromspannungsquellendiagramm von einer realen Quelle? Irgendwann fällt es ab. Zuerst gibt es. Also von einer linearen realen Quelle. Was für eine Quelle? Eine Spannungsquelle oder was? Das ist wurscht, das haben wir ja gelernt damals. Die sind ja äquivalent. Gibt es verschiedene Quellen? Gibt es einen Bandgenerator? Nein, die linearen Quellen. Da hätten wir zum Beispiel eine lineare reale Stromquelle, okay, die eine ideale Stromquelle beinhaltet, mhm, und einen Innenwiderstand. Oder auch eine lineare reale Spannungsquelle, die eine interne Spannungsquelle hat und einen Innenwiderstand. Wenn der Strom klein ist, dann ist die Spannung hoch bei der Spannungsquelle, mhm, und bei einem Kurzschluss ist die Spannung 0. Genau, also wir haben irgendwo beim Kurzschluss ist die Spannung 0. Ja. Aber und der Strom groß. Also wir haben der Strom groß, genau. Also wir hätten quasi hier einen Punkt, den wissen wir. Das ist der Kurzschlusspunkt. Ja. Und der andere wäre dann der Leerlaufpunkt. Das wäre quasi kein Strom, diese Spannung. Und wie schaut es dazwischen aus? Linear. Ja, ja. Also, das ist die ideale. Das ist die reale. Das ist die reale lineare Quelle. Und was ist die Steigung von dieser Linie? Oder das nicht hier mit Eisenbahn sind. Was davon? Also, was ist denn, wenn der Innenwiderstand urgroß ist? Die Steigung da ist negativ. Von der negativen Widerstand ist sie irgendwie nicht so real. Ja, ja. Also, was ist, wenn der Widerstand da drinnen urgroß ist? Wie viel Strom fließt dann im Kurzschlussfall? Sehr wenig. Sehr wenig. Das heißt, beim großen Widerstand verschiebt sich dieser Punkt hier nach unten. Das heißt, ein großer Widerstandswert heißt eine sehr flache Kurve, das ist der Kehrwert, minus der Kehrwert. Also diese Steigung hier ist minus 1 durch R. So. Also hier hätten wir jetzt quasi einen konstanten Widerstandswert und darum das hier. Jetzt haben wir vorher, das ist das, worauf wir hinaus wollen. Wir haben vorher den Diskussionspunkt angesprochen, der Transistor in dieser Stromquelle, der verhält sich wie ein Widerstand, aber wie ein situationsabhängiger Widerstandswert. Genau, genau. Also wenn ich hier eine ganz niederohmige Last habe und ich will aber nur ein paar Milliampere haben, dann verhält sich dieser Transistor hier wie ein relativ großer Widerstand, sodass die Serienschaltung von den beiden genau so ist, dass die Versorgungsspannung geteilt durch diese Summe den gewünschten Strom ergibt. Und wenn ich jetzt die Situation ändere,
dann habe ich hier eben einen großen Widerstand und dann sagt der Transistor, das muss jetzt nur ein kleiner Widerstand sein, damit eben wieder dieser konstante Strom da ist. Und damit könnte man jetzt quasi sagen, im Grunde ist diese Schaltung hier so ähnlich wie eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand. Weil bei einer Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand macht man nichts anderes, als den Innenwiderstand der Spannungsquelle mit dem Lastwiderstand, dem äußeren, in Serie zu schalten. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt dieser Widerstand sich automatisch so einstellt, dass wir immer genau das Verhalten haben, was wir eben gerne hätten. Also so könnte man das dann quasi ein bisschen zusammenfügen zu den Sachen, die wir vorher gesehen haben. So, also auf dieser letzte Punkt war nicht mehr verwirrend als Fragen? Was das für einen Unterschied macht, dass hier kein Eingangssignal ist in dieser Schaltung. Also dass ich quasi sage, das hier ist im Grunde wie eine Emitterschaltung, aber kein Eingangssignal. In der Emitterschaltung haben wir mit dieser Spannungsteiler-Arbeitspunktstabilisierung gesagt, was wollen wir für einen Ruhezustand haben. Und genau das, und jetzt verwenden wir quasi so eine Schaltung nur im Ruhezustand, wir ändern hier nichts. Nicht bei der Mittelschaltung sagen wir, okay, das ist mal der Ausgangswert und dann wird mein Arbeitswiderstand von so und so viel Milliampere zum Beispiel durchflossen und diesen Strom, den ändere ich jetzt leicht. Wenn ich die Eingangsspannung variiere, ändert sich dieser Strom und damit ändert sich dann auch die Ausgangsspannung. Jetzt habe ich hier keine Möglichkeit einzukoppeln, da ist kein Kondensateneingangssignal. Das heißt, wir bleiben immer auf diesem konstanten Wert stehen. Und dementsprechend bleibt auch der Strom, der da durch diese Last fließt, immer konstant. Was wir jetzt natürlich hier variieren, ist dann die Eigenschaften der Last. Sodass wir nicht mehr sagen können, von vornherein, welche Spannung werde ich hier haben, weil das eben abhängt. Wenn das eine Glühlampe ist und ich schalte die mal ein, dann ist die mal eher niederohmig. Und wenn die dann sich anfängt aufzuwärmen, dann wird die hochohmiger. Und dementsprechend würde hier zuerst am Anfang eine große Spannung abfallen an meinem Transistor. Der würde selber quasi ein großer Widerstand werden, um die Niederohmigkeit der Last zu kompensieren. Wenn dann die Last aber hochohmiger wird, dann wird der Widerstand immer der Transistor immer niederohmiger. Und in Summe bleibt es immer so, dass der Strom, der fließt, halt der Konstante ist, den ich eingestellt habe. Im Grunde haben wir bei der Dimensionierung von der Emitterschaltung sowas als ersten Schritt gehabt. Also wir gesagt haben, wir überlegen uns mal, was ist denn der konstante Zustand dieser Schaltung. Und eigentlich machen wir hier so eine Emitterschaltung und hören dann auf. Und wir machen quasi nicht die anderen Schritte, dass wir uns überlegen, okay, wie ist die AC-Kopplung und so weiter und so fort. Wir brauchen keine AC-Gegenkopplung, weil es kommt nie ein Signal. Das ist immer nur der stationäre Zustand sozusagen. War das so? Gut. Sonst Fragen?